Willkommen zum Kurs Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und heute sprechen wir über Viskosität. Und zwar Viskosität im Zusammenhang mit konduktivem Transport. Wir haben gesehen, dass Wärme, Leitung und Diffusion im Grunde über die gleichen Gleichungen zu beschreiben sind. Über die einfachen Konduktionsgleichungen des Transportes. Und genauso kann man jetzt auch Viskosität erklären. Ist aber ein bisschen komplizierter und wir können die Frage beantworten, warum man mehr Kraft braucht, wenn man schneller umrührt, als wenn man langsamer umrührt, wenn wir dieses Kapitel behandelt haben. Viskosität, die Zähigkeit von Medien, von Gasen und Flüssigkeiten, kann man wie folgt definieren. Wir haben eine ruhende Fläche hier unten und wir haben darüber eine sich bewegende Fläche mit der Größe A. Stellen Sie sich einfach zwei Glasscheiben vor, die parallel zueinander angeordnet sind. Die obere Glasscheibe bewegt sich, die untere ist still. Wenn ich jetzt die obere Glasscheibe mit einer konstanten Geschwindigkeit bewege und keinerlei Medium zwischen den beiden Glasscheiben vorliegt, wie viel Kraft brauche ich? Nach den Newtonschen Gesetzen der Mechanik gar keine Kraft. Anders sieht das aus, wenn ich ein Medium zwischen den beiden Platten habe. Dann brauche ich eine gewisse Kraft, um eine konstante Geschwindigkeit der oberen Fläche aufrechtzuerhalten. Und diese Kraft ist aufgrund der Viskosität dieses Mediums gegeben. Das Ganze etwas quantitativer formuliert sieht so aus. Wir haben zwischen den beiden Platten ein Medium und dieses Medium bewegt sich in x-Richtung unterschiedlich schnell. Das heißt, wir haben einen Gradienten der Vx-Geschwindigkeit entlang der y-Richtung. Diesen Gradienten nennen wir Gamma-Punkt oder Schergeschwindigkeit. Aufgrund dieses Gradienten ist eine Kraft notwendig, um eine Fläche A mit einer konstanten Geschwindigkeit zu bewegen. Diese Kraft durch die Fläche nennen wir die Schubspannung, auch Tau abgekürzt. Und im Idealfall sind diese beiden Größen proportional zueinander. Die Schubspannung ist proportional der Schergeschwindigkeit. Die Steigung dieser Kurve, Tau gegen Gamma-Punkt, das ist die Viskosität, genauer gesagt die dynamische Viskosität. Eta, eine Konstante bei idealen, oder wie man auch sagt, Newtonschen Fluiden. Etwas ausführlicher erläutert ist das auf diesem Bild. Wir haben eine bewegliche Platte. Dazwischen, zwischen beiden Platten, ist ein Medium und es bildet sich ein Geschwindigkeitsgradient aus. Fluidschicht ganz oben, die bewegt sich fast mit der Geschwindigkeit der bewegten Platte. Die Fluidschicht ganz unten bewegt sich fast überhaupt nicht. Wir haben einen Geschwindigkeitsgradienten dvx nach der y, die Schergeschwindigkeit. Genauso wie ein Temperaturgradient einen Wärmetransport verursacht, ein Konzentrationsgradient einen Stofftransport verursacht, verursacht ein Geschwindigkeitsgradient einen Impulstransport. Impuls ist M mal V und der Transport geht in die Richtung von schnell nach langsam und lässt sich quantifizieren als Impulsflussdichte. Impuls MVX, Fluss durch dt, Dichte durch a. Impulsflussdichte, Geschwindigkeitsgradient. Wir haben die Transportgleichung der Konduktion, diese beiden Größen sind proportional. Impulsfluss ist in der Mechanik nichts anderes als Kraft, das heißt die Impulsflussdichte ist Kraft durch Fläche, ist ja, Tau. Bedeutet, wir haben die Viskositätsgleichung nach Newton, Tau ist proportional Gamma.
Wie bei den ganzen Transportgleichungen üblich ist ein negatives Vorzeichen einzuführen aufgrund des Impulsflusses von hoch nach niedrig und die Konstante der Diffusion nennt sich, der Viskosität nennt sich Viskosität Eta. Oder die Konstante des Impulsflusses nennt sich Viskosität Eta. Hier haben Sie die Transportgleichung des Impulses in analoger Form aufgeschrieben wie die anderen Transportgleichungen. Hier haben wir sie nochmal ganz kurz aufgeschrieben. Schubspannung ist proportional Schergeschwindigkeit. Wenn wir jetzt die Viskositäten von verschiedenen Medien uns anschauen, dann stellen wir fest, es gibt natürlich zähflüssige Medien wie etwa Glycerin, die haben Viskositäten von einem Pascal-Sekunde ungefähr. Wasser ist etwa um Faktor 1000 dünnflüssiger, etwa 1 Millipascal-Sekunde. Und wichtig ist, dass bei Flüssigkeiten die Viskosität mit der Temperatur abnimmt. Je höher die Temperatur, desto leichtflüssiger ist so eine Flüssigkeit. Wenn wir die Temperatur absenken, von 25 auf 20 Grad, nimmt die Viskosität entsprechend zu. Das geht, wenn man es mathematisch untersucht, nach einer exponentiellen Abhängigkeit. Die Viskosität bei Flüssigkeit ist proportional t hoch 1 durch t. Bei Gasen ist das anders. Bei Gasen, Sie erinnern sich, bei Gasen kann man einiges vorausberechnen. Bei Gasen kann man auch die Viskosität abschätzen und die ist proportional der Geschwindigkeit und der mittleren freien Weglänge. Diese beiden Größen sind abhängig von Temperatur und Druck. Und wenn man das alles verarbeitet, kommt man dahin, dass die Viskosität von Gasen mit der Temperatur zunimmt. Je heißer ein Gas ist, desto zäher ist es auch. Der Vergleich von Viskositäten verschiedener Gase ist mit dieser Gleichung schwer möglich, weil sich sehr viele Parameter ändern, die Masse und die Dichte. Sie sehen hier, man kann kaum abschätzen, ob Helium oder Stickstoff jetzt viskoser sind. Die Werte liegen alle in ähnlicher Größenordnung. Aber allen gemeinsam ist es, dass bei Temperaturanstieg die Viskosität ebenfalls ansteigt. Das liegt daran, dass die mittlere Geschwindigkeit bei Viskosität, bei Temperaturerhöhung ansteigt und entsprechend dann eben auch die Viskosität ansteigt. Die Stöße sind heftiger und die Stöße sind die Ursache für die Viskosität von Gasen. Man kommt dahin, dass die Viskosität proportional ist Wurzel aus T. Man kommt auch zu einer weiteren ganz interessanten Abhängigkeit, nämlich dass die Viskosität unabhängig ist vom Druck. Wenn Sie 1 bar Stickstoff haben, Viskosität messen, stellen Sie fest 0,016. Wenn Sie jetzt nur noch 1/10 bar Stickstoff haben, ändert sich die Viskosität dieses verdünnten Gases nicht. Es fließt genauso zäh. Ist im ersten Moment erstaunlich, aber wenn Sie bedenken, bei 1/10 Druck ist die mittlere freie Weglänge 10-mal so groß und damit werden die Stöße 10-mal wirksamer. Ein großer Triumph der kinetischen Gastheorie ist dieses experimentelle Ergebnis, denn man hätte es nicht von, das wäre kein Ergebnis, was man gefühlsmäßig voraussagen würde, was kontraintuitiv ist. Die Viskositätsmessung geschieht im Allgemeinen nach verschiedenen Möglichkeiten, nach verschiedenen Art und Weisen passieren. Bekannt ist die Messung über eine fallende Kugel. Die Kugel fällt umso schneller in einem viskosen Medium, je weniger viskos das Medium ist. Man kann auch den Durchfluss eines Mediums durch ein Rohr messen und daraus die Viskosität ermitteln. Hier ist ganz interessant, dass die Viskosität extrem stark vom Radius des Rohrs abhängt. Wenn der Radius auf die Hälfte verringert wird, dann steigt die Viskosität hängt nicht vom Radius ab, aber die Durchflussgeschwindigkeit hängt extrem stark vom Radius ab. Wenn der Radius auf die Hälfte verringert wird, dann nimmt die Durchflussgeschwindigkeit um den Faktor 2 hoch 4 ab. Also 2,
4, 8 bis auf das 16. Wir haben einen Exponenten 4 hier in der entsprechenden Formulierung. Am universellsten kann man Viskositäten messen mit Rotationsviskosimetern, die ähnlich arbeiten, wie wir bei der Definition der Viskosität operiert haben. Wir haben eine feste Fläche und eine bewegliche Fläche. Die bewegt sich jetzt nicht in Translationsrichtung, sondern bewegt sich in Rotationsrichtung. Aber im Prinzip haben wir dieselbe Anordnung. Hier können wir direkt Gamma-Punkt verändern und können dann direkt auch Tau messen. Wir fassen zusammen. Wir können die Viskosität als Impulstransport verstehen. Für Newton'sche Fluide, also für Gase und viele Flüssigkeiten, gilt das Newton'sche Gesetz der Viskosität. Die Schubspannung ist proportional der Schiergeschwindigkeit. Die Proportionalitätskonstante ist die Viskosität Eta. Die Viskosität kann man für Gase abschätzen und ganz anders als bei Flüssigkeiten nimmt die Viskosität mit zunehmender Temperatur zu. Und außerdem ist die Viskosität in einem gewissen Druckbereich unabhängig vom Druck.